Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in weniger als 24 Stunden ist es soweit. Wenn du die Folge heute am Montag siehst, dann erscheint in weniger als 24 Stunden Cities Skylines 2. Ich freue mich schon riesig drauf, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich habe auch alle Berichte gesehen und auch schon vor allem von den YouTubern und von den Twitch-Spielern, die bereits vorab spielen konnten, dass Cities Skylines 2 ein wenig, ja, optimierungsbedürftig sein wird, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so einfach ändern, denn ganz ehrlich, wenn man sich ansieht, was Cities Skylines 2 tatsächlich gerade an Performance bringt, dann haben die noch eine Menge Arbeit zu tun. Es sei jetzt dahingestellt, ob sie es vielleicht zu früh veröffentlicht haben, um nochmal ordentlich abzucachen, wo ich mir dann bei wieder denken würde, wenn das ihr Ziel wäre, hätten sie ruhig noch ein bisschen länger warten können und das im Vorweihnachtsgeschäft anbieten können, wäre eine Möglichkeit gewesen. Nein, sie haben sich dafür entschieden, es jetzt zu veröffentlichen. Ich freue mich drüber und ich werde natürlich auch vorab anfangen zu spielen. Am Anfang vielleicht die eine oder andere Folge mehr, dann wird es wieder einen wöchentlichen Rhythmus bekommen. Vor allem, wenn das Spiel funktioniert. Sollte das Spiel nicht funktionieren, werde ich natürlich versuchen, weiterhin wöchentlich eine Folge wie bei Cities Skylines aktuell zu präsentieren. Ich hoffe, dass bis dahin auch das mit der Mod-Unterstützung geht, und das Thema Mods, das lasse ich jetzt mal komplett auf der Seite liegen, denn da äußere ich mich jetzt gar nicht dazu. Ja, also du weißt sicher warum. Workshop und neue Plattform und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Stört mich ein wenig, ist meine persönliche Meinung. Jetzt aber geht's los mit dem Bauen. Gut, ja, wenn du jetzt genau erkennst, dass wir hier noch nichts getan haben, dann liegt das ganz einfach daran, dass ich, nachdem die Folge fertig war, die letzte Folge fertig war, dass ja, ich erfahren habe, dass dann mir zeitmäßig beruflich und familiär in der Woche keine Chance mehr bleibt, aufzunehmen für die heutige Folge. Dementsprechend ist das die gleiche Aufnahmesession oder nahezu die gleiche Aufnahmesession wie letzte Woche, und deshalb habe ich mich dazu entschieden, wir bauen heute gemeinsam hier ein wenig um, wobei hier müssen wir ja gar nicht wirklich umbauen, wir müssen nur versuchen, die gefährlichste Straße der Welt ein wenig zu optimieren. Das schauen wir sich an, dann machen wir noch ein bisschen was mit dem Grünzeug und dann werden wir sich noch anschauen, was wir infrastrukturtechnisch für den ÖPNV tun können. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los, und zwar möchte ich einmal ganz kurz schauen, wo sind wir da überhaupt, beziehungsweise was ist hier geschehen. Wir sind hier auf dieser Höhe. Ich schaue mir das jetzt deswegen an, weil Höhe hin, Höhe her. Ja. Ja. Okay. Da machen wir jetzt nichts anderes, als dass wir ganz einfach sagen, ich möchte alle Nodes, die hier in diesem Bereich sind, die sollen nochmal auf eine Höhe gebracht werden. Da haben wir sie eh schon nebeneinander liegen, das ist in Ordnung. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Ja, dann haben wir hier weiter. Dann gehen wir hier weiter. Perfekt. Und dann machen wir das so. Und jetzt mit Hilfe der MovidMod Steuerung G suchen wir uns diesen Punkt hier. Und dann tut sie gar nichts. Sehr schön. Vielen Dank, liebes Spiel, für deine Unterstützung. Ich habe keinen Plan, was da jetzt schiefgegangen ist. Übrigens, ich habe eine neue Maus. Ja, tatsächlich, ich habe eine neue Maus. Ich habe mir jetzt endlich eine besorgt. Über Amazon. Auch wieder eine Logitech. Und dementsprechend freut es mich sehr, mit der zu spielen, weil das war ja wirklich nur mehr katastrophal, was da in den letzten Folgen maustechnisch abgelaufen ist. Also das Problem ist, wenn die rechte Maustaste nicht funktioniert und die man aber braucht, dann ja, da ist man schon ziemlich eingeschränkt im Bauen. So, jetzt probieren wir das Ganze noch einmal. Steuerung G.
Ah, Steuerung G, ich bin doch ein... Naja, Steuerung H, na deswegen hat es nichts funktioniert. Und alles bitte auf diese Höhe bringen. Vielen Dank. Dann schaut das Ganze schon um einiges besser aus. Kann sich sehen lassen, gefällt mir ausgesprochen gut. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Wasserrutschendesign. Und hier gefällt es mir eigentlich auch recht gut und so können wir das eigentlich lassen. Sehr gut. Dann holen wir uns jetzt Unterstützung durchs Network Multitool und werden hier ganz einfach von hier nach... Moment, von hier... Gefälle. Also... Von hier nach da nach da. Wie sieht das aus? Sehr brauchbar. Dann machen wir dasselbe in die Richtung. Von hier nach da. Dann gleicht sich das auch aus. Sieht gut aus. Und da haben wir, was haben wir denn da jetzt? Moment einmal. Hä? Aha. Interessant. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich das ja eingestellt hatte. Jetzt passt's. Der könnte auch noch ein bisschen tiefer sein. Aha. Die sind alle noch nicht richtig eingestellt, kommt mir gerade vor. Jetzt passen's. Aber da ist ja noch immer so ein Hügel drin. Ich meine, ich sage ganz ehrlich, es stört mich jetzt nicht, wenn das so ist, wie es ist. Also, hoppla. Ja, das darf gern so aussehen. Das können wir durchaus so lassen. Also ich sehe da jetzt kein Problem. Was wir tun können oder was wir tun müssen ist, zwecks Optik werden wir auf jeden Fall auch hier wieder sagen, von hier nach da. Dankeschön. Und von hier nach da. Und dann sind wir da eigentlich safe und dann gefällt mir das und dann können wir das auch so lassen und haben das eigentlich schön wiederhergestellt. Man könnte jetzt natürlich noch diesen, da unten drunter ist ein Node versteckt, das ist nämlich der hier. Und den können wir jetzt auf dieselbe Höhe bringen wie den hier. Natürlich. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es kommt mir so vor, als gäbe es gerade ein Problem mit Moovit. Wenn ich jetzt nämlich wieder reingehe und Steuerung Z drücke, jetzt geht's wieder. Okay. Keine Ahnung, was da gerade schiefgelaufen ist. Das lassen wir auf jeden Fall so. Das mit der Brücke, na, das geht einmal gar nicht. Das sage ich ganz ehrlich. Das geht gar nicht. Dann holen wir sich hier die Brücken-Nodes. Steuerung H und gehen auch hier auf die gleiche Höhe. Dann schauen wir sich das an, wo hoch oder wo hoch genau. Wie hoch sind wir denn da? Da sind wir aktuell so. Das bedeutet, wir müssen da mal fix mit Steuerung H auf diese Höhe gehen. Optimal. Mhm. Man erkennt es, da haben wir noch viel Spielraum. Dementsprechend holen wir uns jetzt die Nodes hier und gehen auf diese Höhe. Ja.
Und jetzt müssen wir halt natürlich noch ein wenig nachjustieren. Dich können wir da mal verschwinden lassen. Das machen wir auch gleich. Ja. Und dann holen wir uns nochmal das Network Multitool und machen natürlich wieder von hier nach da. Dankeschön. Und ebenfalls von hier nach da. Und dasselbe auch in die Richtung. Und dasselbe auch in die Richtung. Gut, dann hätten wir das jetzt eigentlich perfekt eingestellt. Gefällt mir. Sitzt, passt, hat Luft. Ich würde jetzt doch noch gerne versuchen, diesen... Da ist er. Da ist dieser Node. Ja, genau, den brauche ich. Den verschieben wir jetzt mit gedrückter Alt-Taste genau in die Mitte hinein. Und gehen einmal mit der Page-Up-Taste so lang hinauf, dass das sich so anpasst. Hm. Dann sieht es optisch richtig cool aus. Das übrigens ist eine neue Konstruktion. Und zwar, das sind diese Straßenschweller, damit man nicht zu schnell drüber fährt. Ne? Das kennt man doch von den 30er-Zonen, wo immer wieder so Poller aufgebracht sind, damit die Autos nicht so schnell drüber fahren. Und damit die Autos hier quasi nicht so schnell Fahrt aufnehmen, dürfen sie da drüber springen. Na, das kommt natürlich sofort weg, weil das ist echt grauenvoll. Gerne so. Und da drüben ist noch einer und den holen wir sich auch noch. Ja, vielleicht kriege ich dich so zuerst. Ja, das funktioniert nicht. Steuerung H. Ah, Steuerung Z, das funktioniert. Warum? Was habe ich mit meinem Steuerung H heute? Das funktioniert nicht, weil ich kriege beide. Aber ich muss doch irgendwie... Ah, was ist, wenn ich... Moment einmal, genau. Was ist, wenn ich diesen Node hier so rüberschieb? Ja. Vielleicht kriege ich den jetzt nämlich. Dann kann man ihn so im Boden versenken und dann sieht das Ganze um einiges besser aus. Und ich sage jetzt ganz ehrlich noch einmal, da gehört noch was gemacht. Und zwar, wir werden noch einmal dieses Tool hier nehmen und sagen von hier nach da. Dankeschön. Und dasselbe machen wir hier auch, denn... Es ist okay, aber es gefällt mir dann trotzdem nicht. Und jetzt erwische ich diesen Node hier nicht. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Das gibt's ja nicht, den habe ich ja auch bekommen. Warum würde ich... Das ist aber kein... jetzt hätte ich ihn gehabt. Jetzt nach da. Passt. Dann schauen wir sich das Ganze an. Haben wir ein Autosave drin. Und ja, jetzt sieht es richtig gut aus. Und ich glaube, so werde ich das jetzt lassen. Da drüben haben wir noch so einen Straßenpoller, so eine Geschwindigkeitsrampe. So, das machen wir so. Jetzt sind wir fertig. Und da drüben, das können wir noch ein wenig optimieren, indem wir ganz einfach sagen, wir wollen jetzt Gebäude. Ich glaube, die Dinger zählen nämlich zu den Gebäuden. Und dann setzen wir den da rein. Und dann klappt das auch so. Gut. Kann man lassen. Gefällt mir. Jetzt eventuell... Genau. Optimal. Die Kurve könnte ein bisschen sanfter sein, aber wir haben ja hier auch noch eine Kurve. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, haben wir hier irgendwo Nodes versteckt? Nein, das ist gut. Somit holen wir uns
den Node Controller. Machen Kurve, das sehen wir eh, und versetzen das Ganze. Lassen wir die noch in die Kurve einfahren. Ja, das ist perfekt. Da haben wir den Pfeiler ein bisschen versetzt. Nicht so tragisch. Wow. So, Nodes anwählen, Steuerung H und oh, machen wir es so. Passt, ist weg, ist in Ordnung, gefällt mir, sitzt, passt und hat Luft. Gut, das brauchen wir mal nicht. Also das unterbinden wir gleich einmal. Und zwar, weil Sie können hier geradeaus weiterfahren. Sie brauchen wirklich nur die Auffahrt, wenn Sie darauf wollen. Sie brauchen wirklich nur diese Abfahrt, wenn Sie darunter wollen. Und dasselbe in die andere Richtung. Und dementsprechend werden wir das Ihnen jetzt gleich einmal erklären. Wir erklären es Ihnen freundlich und höflich, aber wir müssen es Ihnen erklären, weil das geht einmal gar nicht. Das kommt weg. Das will ich hier nicht haben. Schutzwege bringen mir hier gar nichts. Das ist eine reine Autobahnauffahrt, Abfahrt. Und da ist auch nicht wirklich viel los. So, jetzt. Genau. Zack, zack. Kurz Pause machen, weil wenn man mit den Fahrspurverbindern arbeitet, dann wird es manchmal seltsam. Na? Doch. Da können wir überhaupt optimieren, indem wir sagen, hey, Moment einmal, du gehst weg und dann können die gleichzeitig mit hier fahren und das sieht dann gleich um einiges besser aus. Richtig, die haben nämlich Nachrang, die haben Vorrang, die haben Nachrang. Oder Vorrang geben. Ja. Wie man es halt jetzt dann sagen will. So, da bleibt das einmal so, da bleibt das so, da bleibt das so, da bleibt das so. Dann holen wir sich das hier. Folgendes Szenario. Da haben wir jetzt drei Spuren. Ja, wurscht. Genau. Es hat schon einen Grund, weil das ist eine reine Abbiegerspur, das ist eine reine... Ja, ja, das klappt schon. Da bin ich schon... Da müssen sie sich schon im Vorfeld entscheiden, wo sie hinwollen. Dass sie dann in der letzten Minute draufkommen. Ah ja, das ist sowieso egal, weil da geht es gar nicht anders. Dann hätten wir das hier. Das ist sowieso klar. Genau, perfekt, perfekt, hier noch gerne, da noch gerne, nach der Kurve, das ist vor der Kurve, da haben sie genug über Zeit zum Überlegen, was sie tun wollen, da können sie dann auch, ja, dann haben sie auch noch immer genug Zeit, ja, lassen wir es so. Da gerne noch bitte und auch gerne noch hier, dann behindert das diesen Verkehrsfluss nicht so. Und dasselbe auch in die Richtung, nämlich das machen wir so, das machen wir so. So. Man, da muss ich Ihnen eh schon die Möglichkeit geben, sich hier zu entscheiden, dass Sie alle, ja genau, dass Sie das alles ausnutzen können. Dann schauen wir sich das hier an, da bleiben wir noch ganz kurz so, das haben wir eh schon optimiert. Und dann machen wir das so und das machen wir so. Perfekt, hier auch noch und dann glaube ich, lässt sich das Ganze recht gut optimieren. Hier von mir aus 8 Schande, da habe ich mich jetzt verdrückt.
Genau, das möchte ich gerne. Optimal, lassen wir die Zeit wieder laufen. Gut, dann hätten wir das soweit abgeschlossen. Und jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen mit Wald arbeiten. Nicht so groß. Ja. Man kann nie genug Wald haben. Erstens mal ist ein optimaler Lärmschutz. Und zweitens schaut es einfach nur cool aus. Es trennt das Ganze dann irgendwie so schön. Ich würde das jetzt trotzdem mal kurz so machen. Und dann so entlang gehen. Richtig coole Sache. Dasselbe machen wir hier. Auch hier, nicht wundern, ich werde da jetzt wieder großzügig mehr bepinseln und dann gleichzeitig mit der rechten Maustaste, jetzt funktioniert meine rechte Maustaste endlich wieder, und dann werde ich gleichzeitig hier das entfernen. Das können wir gern so lassen. Optimal. Dementsprechend würde ich ganz gerne hier auch noch ein bisschen, ja genau, das machen wir gleich so. Dann knabber ich das hier wieder mit der rechten Maustaste weg, sodass es nichts im Gleis drinnen hängt. Und dann lassen wir das so. Hier noch so ein bisschen. Optisch aussehend. Inselflächiger Wald. Und dann können wir das eigentlich so lassen. Und hier auf jeden Fall noch. Ja, optimal. Gefällt mir. Vielleicht gerne mal sowas probieren. Und jetzt mit dem kleineren. Da waren wir jetzt gerade auf 54. Vielleicht machen wir hier statt 4, kann ich das? Ja, genau. 37, das ist gut. Die dann nämlich genau langsam in der Mitte bleibt, dann knabbert er mal da daneben schön aus. Na? Das sieht plötzlich ganz, ganz anders aus und das ist genau das, was es ausmacht. Also genau das macht es aus, wenn man nur ein bisschen Wald, egal in welches Spiel, wo man einen Aufbau betreiben kann, macht Wald einfach alles viel, viel schöner und ja, es gibt wohl keinen, der keinen Wald will. Und der, der keinen Wald will, der mag auch keine Natur. Klingt streng, ist aber so. So. Könnte jetzt natürlich sagen, oh, die haben viel zu viele Bäume, aber ganz ehrlich, also wenn sie zu viele Bäume haben, dann schneiden sie sich das schon zurück und schau mal, so schlimm schaut es gar nicht, naja, das vielleicht schon, aber ne? Ja, so schlimm schaut es gar nicht aus. So. Dann hätten wir das noch. Und jetzt könnten wir eigentlich, und das werden wir auch probieren, und zwar würde ich zwecks Versucher mal was starten wollen und dann hätte ich hier ganz gerne von hier nach da eine Linie. Aber das ist keine Linie, sondern das ist ein dekoratives Netzwerk und hier hätte ich gerne Sound Barrier. Soint nämlich. Sound Barrier. Nehmen wir gleich die rote oder nehmen wir die Soundwall, die hier? Soundwall Steel Barrier. Zeig dich mal. Ja, die schaut aber auch cool aus. Ha, die nehmen wir. So, dann versetzen wir das Teil einmal darüber. Da könnte man jetzt natürlich sagen, hey, wir machen das so. Aber du sollst eigentlich nicht am Boden anklitschen, sondern du sollst eigentlich... Dann müssen wir die nehmen, weil die einfach
genau das erfüllt, was ich haben möchte. Nämlich das hier. Optimal. Vielen Dank. Markierung kopieren. Und einfügen. Gekauft. Einfügen. Gekauft. Einfügen. Umdrehen. Gekauft. Hä? Ah, natürlich. Ich kann dir schon sagen, warum es nicht klappt. Ganz einfach, weil das von einer Spur auf zwei Spuren geht. Wenn ich jetzt nämlich hier sage, rein technisch gesehen, na, das machen wir hier. Hier brauchen wir gar keine, weil da drüben ist nichts. Ja, da brauchen wir keine, wir brauchen das da drüben. Dementsprechend werden wir jetzt noch hier schnell das so geben. Dann machen wir das so. Nein! Einfügen. Genau. Jetzt ergibt es einen Sinn. Das müsste sich eigentlich noch ausgehen. Ich habe mir wahrscheinlich jetzt, natürlich habe ich. Node Controller, gedrückte Shift-Taste. Steuerung Z. Kann ich das? Ja, genau. Das ziehe ich auseinander. Das auf das. Ja. Das sieht besser aus. Genau. Ja, das sieht um einiges besser aus. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Wenn ich jetzt nämlich hier da eine strichlierte Linie mache und hier, na, das mache ich nicht, aber das hier so mache. Ah, ich brauche das noch einmal. Ich muss das kopieren. Regel hinzufügen. So. Wir haben hier diese Linie. Wenn ich jetzt sage, ich will diese Regel, das ist die hier. Ich will die hier, genau. Da will ich jetzt eine hinzugefügt haben und jetzt stimmt's. Jetzt kann ich nämlich sagen, ich will dich durchgezogen haben. Ja? Geil, es funktioniert. So, und dich machen wir so und dann sind wir alle zufrieden. Das sieht gut aus. Das lassen wir so. Dasselbe machen wir in die andere Richtung. Ja, das machen wir fix in die andere Richtung. Auch hier holen wir sich den Node Controller und hier sagen wir von hier nach da. Dann kriegen wir das, diesen Effekt hier, nehmen uns die... Hallo? Wo ist denn der Node jetzt? Gebäude, nein. Nehmen uns jetzt diesen Node hier, ziehen den ein bisschen so, schau. Ziehen den ein bisschen so und dann sieht es optisch etwas besser aus. Hm? Genau, und sieht auch gut aus. Danke, dass du gerade mit dem Auto da gefahren bist. Und dann sieht das auch schöner aus, wenn es da rüber geht. Und jetzt können wir da wieder das machen und eben sagen, wir haben oder wir wollen den hier. Hier fügen wir eine Regel hinzu und sagen, wir hätten gerne ein dekoratives Netzwerk. Hätten hier gerne nochmal eine Soundbarrier und die verschieben wir jetzt. Hallo? Die docken wir da jetzt an. Jetzt sieht das gut aus. Und dann lassen wir das so. Und dann ist das gekauft. Und dann machen wir das hier. Ebenfalls dekoratives Netzwerk, Soundbarrier.
dann schieben wir die. Was tue ich denn jetzt gerade? Und dann schieben wir die darüber. Dann kopieren wir uns die Vorlage. Einfügen. Danke. Einfügen. Danke. Einfügen. Sogar auf der richtigen Seite. Und dann haben wir das hier. Und das kann sich sehen lassen. Und jetzt bauen wir natürlich noch hier etwas. Denn die beste Schallschutzwand bringt nichts, wenn sie nicht durchgehend ist. Das schließen wir noch. Na, das kann sich doch sehen lassen. Richtig cool. So, jetzt könnte man rein zwecks Optik noch sagen, wir wollen das so haben. Und das so haben. Dementsprechend ziehen wir das noch ein Stück so, das noch ein Stück so, so, so. Und hier auch ganz wenig so, so und so. Na, sieht das gut aus? Das sieht sogar perfekt aus. Gut, dann haben wir hier auch die Schallschutzwände zurückgegeben und jetzt haben wir hier noch ein bisschen ein Problem, weil, ja, wenn man hier auf der Autobahn so ein Steinproblem hat, wie wir es gerade hier haben, dann ist das gefährlich, würde ich jetzt mal behaupten. Dementsprechend werden wir da jetzt dagegen arbeiten und werden, hier haben wir irgendwo einen Stein drin liegen, das weiß ich. Genau, und dann legen wir das hier hin. Aha, meine rechte Maustaste funktioniert. Ist das herrlich. Und dann werden wir das Ganze da dranlegen. Optimal. Gut. So. Und schauen wir sich das nochmal von dieser Perspektive an. Ja, das kann sich sehen lassen. Dementsprechend hole ich mir jetzt noch ein bisschen Wald. Und dann machen wir das so. So, gerne so. So. Und ja, da können wir auf jeden Fall das so machen. Und das kann sich definitiv so sehen lassen. So, dann gehen wir da noch ein Stückchen in die Richtung. Wow, gefällt mir. Hier möchte ich das auch noch gerne machen, weil wir sind hier quasi stadtgebietstechnisch in einem neuen Stadtentwicklungsgebiet, das aber den Eindruck erwecken soll, dass das quasi ziemlich abseits von der Stadt gebaut wurde und das Ganze quasi in so ein Waldstück hinein gearbeitet wurde. Das muss man da auf jeden Fall noch ändern. Und dann klappt das auch. Und ja, eigentlich müsste man hier jetzt auch die Schallschutzwände denen geben. Das ist dasselbe Prinzip, das heißt, wir können das eigentlich kopieren, indem ich jetzt darüber gehe und hier dann sage, ich will gern das haben und ich will das ganz gerne kopiert haben. Dann habe ich jetzt die doppelspurige und die doppelspurige wird hier eingefügt. Na bitte. Funktioniert. Das geht nicht. Einfügen. Einfügen. Oh, mit der Enter-Taste geht es schneller. Gut. Ha, ich liebe es.
Was? Hä? Nee. Entfernen. Drehen. Enter. So, einfügen. Nein! Was ist denn da los? Pfeil nach rechts. Enter. Wow. Einfügen. Enter. Ja, richtig coole Sache, sage ich ganz ehrlich. Wenn das jetzt so einfach funktioniert, macht das ja richtig Spaß. Was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist das hier. Dann holen wir uns jetzt den hier. Den kopieren wir uns jetzt, weil dann haben wir das auch. Und dann müssten wir den hier einfügen können, ganz einfach. Schauen wir mal. Zack, zack. Ja, den nehmen wir. Gekauft. Andere Richtung. Haben wir da? Nein, haben wir nicht. Dann lassen wir das. Optimal. Man könnte jetzt natürlich auch noch, und das werden wir auch, weil das sieht dann einfach richtig besser aus, dass wir hier das auch sagen. Hey, wir wollen ganz gerne das da so haben. Und wir hätten das ganz gerne auch als dekoratives Netzwerk mit einer Soundbarrier. Und ich würde dich ganz gerne verschieben wollen. Na bitte? Gekauft. Ja, optimal. Kopieren. Moment. Kopieren. Einfügen. Enter. Danke. Kreuzungsplateau. Zack. Dekoratives Netzwerk. Sound Barrier. Verschieben. Ah ja. Okay. Na? Alter, das sieht ja immer besser. Das ist ganz ehrlich, ich bin gerade schwerstens begeistert. Aber da sieht man eigentlich, was man tatsächlich alles kann. Und ganz, ganz ehrlich, nein, das soll jetzt bitte nicht negativ verstanden werden. Sollte City Skylines 2 komplett floppen, dann haben wir immer noch City Skylines 1 und was die Modder hier ermöglicht haben, genial. Und mal schauen, und da sind wir jetzt wieder bei dem, wo ich mich eigentlich nicht dazu äußern will, mal schauen, wie sehr die Modding-Community eigentlich glücklich ist darüber, dass es das nicht mehr im Steam Workshop gibt. Weil, ja, jetzt äußere ich mich erst wieder dazu. Gut, Statement von mir, bitte meine persönliche Meinung. Also, City Skylines 1 wurde groß durch die Modding-Community und durch die Asset-Creator. Na, das ist Fakt. Ohne das, ohne Workshop, ohne dem wäre es nicht so weit gekommen. Und jetzt meine persönliche Meinung. Warum muss ich ein funktionierendes System vom Workshop entfernen, mir eine neue Plattform aufbauen, damit ich den Leuten, denen ich eigentlich verdanken kann, dass es so weit gekommen ist, wie es gekommen ist, jetzt quasi sage, hey, wir haben keinen Steam Workshop mehr, du bist jetzt verpflichtet, deine Mods hier bei uns anzubieten, weil wir nämlich allen Konsolenspielern anbieten wollen, dass sie Zugriff haben auf die Assets. Mods funktionieren sowieso nicht auf der Konsole. Assets schon. Ja, ich verstehe es. Und ich wünsche es jedem Konsolenspieler, dass er sich spielt, also dass er sich die Assets runterladen kann und spielen kann. Dass das so sein vergönnt, ja. Aber warum kann ich da nicht irgendetwas machen, dass ich sage, hey, ich biete die Mods dort und da an? Ja? Oder ich ermögliche es den Leuten auf Steam Workshop und auf unserer Plattform. Ja? Dasselbe bei Transport Fever 2. Es funktioniert das Steam Workshop und es funktioniert aber auch die Transport Fever 2 Community, transportfever.net, die Seite. Ich selbst habe tonnenweise Mods von Transport Fever Net, genauso aber auch einiges aus dem Steam Workshop. Und warum kann das nicht koexistieren? Das ist etwas, was mich so richtig ärgert. So, meine Meinung ist jetzt zu Ende. Wir spielen weiter City Skylines, weil um das geht es ja eigentlich. So. Also dekoratives Netzwerk, Sound Barrier. Und dann fügen wir das hier zusammen. So. Optimal. Das schöne Bild dieser Sound Barrier macht mich gerade wieder richtig glücklich. Durchgezogen. Ah, dekoratives Netzwerk, Sound Barrier. Seitenverschiebung.
perfekt. So gefällt mir das richtig gut. So, jetzt könnte man natürlich hier noch ein bisschen nachhelfen, indem wir, da müssen wir ein bisschen größer werden. Genau, weil ich will hier keine Bäume in den Fahrspuren drinnen haben. Das sieht gut aus. Wir haben hier jetzt eben die... Das sieht richtig gut aus. Dann holen wir uns jetzt noch die einzelnen. Das kopieren wir uns. Dankeschön. Und dann fügen wir das noch hier ein. Einfügen. Enter, einfügen, einfügen, Enter, einfügen, Enter. Ja, und hier auch noch. Und dann sind wir fertig und dann können wir das eigentlich so lassen. Haben wir da drüben noch eine? Man könnte jetzt sagen... Eben gerade deswegen, weil es zur Autobahn geht... Geben wir ihnen das auch noch. Dekoratives Netzwerk, Sound Barrier, wenn wir schon dabei sind. Zack. Zack. Und hier nach da. Dekoratives Netzwerk, Sound Barrier. Und dann schieben wir das da so rüber. Und so. Lassen wir das jetzt. Gut, dann hätten wir hier jetzt noch etwas... Was ist denn das? Aha. Dann hätten wir hier jetzt noch etwas, was wir optimieren müssen. Das wären wir auch noch schnell. Man sieht, die U-Bahn fährt hier unten drunter. Dementsprechend werden wir das jetzt zurückgeben. Wald, Wald, Wald. Wald, Wald, Wald. Im Winter ist dort kalt. Aber ein Lagerfeuer hilft beim Wärmen. Gut, dann hätten wir das hier. Da geben wir das auch noch zurück. Ja, wir haben ja aufgrund einer Umstellung damals von diversen Mods, da gab es ja mal so einen richtigen großen Hardcore-Cut innerhalb der Modding-Szene und da haben sich ziemlich viele Mods verändert und da ist auch der ganze Wald verschwunden, den wir eigentlich ursprünglich mal aufgepinselt hatten hier auf der Karte. Und das sieht gut aus. Ah, das ist sowas. Deswegen. Okay. Na, ja, das passt aber trotzdem. Dann machen wir den ganz klein hier. Und das setzen wir dahin. Und das setzen wir dahin. Und das passt auch noch so gerade hinein. Dementsprechend bleibt das da jetzt so. Also mich stört das eigentlich nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel Baum. Das nehmen wir gleich wieder weg. Aha. Haben wir das Baumlimit jetzt erreicht oder warum setzt er mal da? Achso, und wahrscheinlich wegen dieser Randkante hier und das sieht auch ziemlich aus. Dementsprechend probieren wir jetzt was und zwar, wenn wir schon mit den ganzen Spielereien dabei sind, werden wir jetzt nicht eine Soundbarrier erstellen, sondern wir nehmen zwar trotzdem ein dekoratives Netzwerk, aber wir werden eine Retaining Wall hier. Ja. Zack, 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 zack. Weiteres brauchen wir richtig, genau, weil ich will das Ganze nämlich breiten skalieren.
müssen wir nicht gleich übertreiben. Das schieben wir noch ein Stückchen da so hinein, genau. Und jetzt gehen wir mit der Höhe. Wow. Das kopieren wir uns. Einfügen, Enter. Das sieht richtig cool aus. Einfügen, Enter. Einfügen, Enter. Ja, jetzt haben wir ein bisschen ein Waldproblem hier, aber das nehmen wir gleich weg. Das nehmen wir gleich weg. Einfügen, Enter. Kann ich das jetzt hier eigentlich auch? Nein, kann ich nicht. Das war mir irgendwie klar. Aber ganz ehrlich, das brauchen wir auch gar nicht. Ja, die Randkante ist ein bisschen, ja, aber trotzdem, gefällt mir. Das passt. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Hier könnte man eventuell noch einmal schauen, warum das so komisch ausschaut. Dann machen wir es einfach so. Und dann sagen wir hier bitte keine Markierungen. So, funktioniert aber trotzdem. Leute können drüber gehen. In die Straßenbahn einsteigen. Machen wir das so. Kleine Waldstraßenbahnhaltestelle. Und hier geht es runter zur Autobahn. Grenzgeniale Sache. 46 Minuten hat die Folge gedauert. Und dazwischen, wird es dir wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, gab es einen Cut. Ich habe dann doch noch ein bisschen Zeit gefunden, weil ich musste letzte Woche die Folge unterbrechen. Ich musste sie voraufnehmen. Also alles ein bisschen verwirrend für mich gewesen, wahrscheinlich, hoffentlich nicht merkbar für dich verwirrend gewesen als Zuschauer, da ein Cut drinnen war zwischen Aufnahme A und Aufnahme B. Ich habe das aber gut versucht zu kaschieren und mit einer längeren Pause sozusagen. Und in diesem Sinne sind wir jetzt am Ende der heutigen Folge angelangt. Schauen wir sich ganz kurz an, das ist uns recht gut gelungen. Ich versuche mal langsam drüber zu fliegen. Also wir haben ziemlich viel Wald geschaffen. Wir haben die Möglichkeit den Leuten jetzt gegeben, dass sie hier durch die Schallschutzwände ein wenig, naja, Ruhe bekommen. Nebenbei sehe ich hier, dass wir da ein paar Bäume zu viel in der Straße drinnen haben. Das korrigiere ich jetzt sofort, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Ich kann nicht immer sagen, dass mir es nicht gefällt und dann lasse ich es erst recht stehen, vergesse es für 25 Folgen und dann erst korrigiere ich es. Nein, ich möchte das zukünftig sofort machen. Und jetzt sind wir am letzten Teil. Auch hier Wald, Schallschutzwände und das Folgenende ist erreicht. Ja, in weniger als 24 Stunden wird Cities Skylines 2 erscheinen. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge von Cities Skylines gefallen. Würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund, Servus.